Damn. Drei Shops? Gucken wir uns erstmal hier im Gasthaus. Guten Tag. Dies ist das Gasthaus. Übernachten kostet nichts. Ich trau dem Braten nicht. Warum steht der auf dem Tisch? Außerdem, warum ist der blau? Kaufen, kaufen, bitte dies, bitte das. Kundschaft, Kundschaft. Ick, ick, ick. What the? Was ist denn hier los? Tief am Meeresgrund liegt ein Schiffswrack. Es gehört den bösen Piraten. Wie hieß er noch? Dem bösen Piraten Jonathan Jones. Er ist ein schlimmer Finger. Ein Stern ist ins Meer gefallen, womöglich hat ihn nun der böse Pirat. Der böse Pirat. Aha. So, ein Shop reicht nicht, ne? Wir haben einfach... Warum steht der oben auf dem Schrank? Das habe ich ja jetzt erst gesehen. Warum stehst du hier? Hallo? Sie sammeln sicher Sterne, oder? Ihnen fehlen nur noch drei Stück. Was ist mit dieser Stadt hier falsch? Wenn sie es mehr wollen, dann müssen sie in den Strudel hineinspringen. Den Dorfältesten finden sie in seinem Haus. Die Dorfbewohner schätzen ihn sehr. Sie drehen sich, sie drehen sich. Sind sie irgendwie alle auf... Sind sie alle stoned oder was ist hier los? Wir dürfen hier nicht rein. Dieses Heim ist geheim. Gehen Sie weiter, gehen Sie weiter. Hier ist gar nichts drin. Ganz viel gar nichts. Aha. Aber was ist, wenn ich ganz viel gar nichts sehen will? Hier scheint es aus der Stadt rauszugehen. Jetzt müssen wir das andere Haus da drüben noch erkunden. Wenn hier überhaupt noch eins ist. Hihihi, endlich. Hast ja auf dich warten lassen, Kumpelchen. Ich bin der Dorfälteste hier. Der Kaffchef sozusagen. Ich bin ja der Größte, kapiert? Ich verstehe mich eben auf Karriere. Die richtigen Leute kennen, ihnen gefallen. Sowas kann ich, glaub's mir. Jedenfalls ist neulich ein Stern vom Himmel gefallen und zwar drüben ins Meer. Den brauche ich. Hut ab und bring ihn mir, klar? Grüße dich, du bist bestimmt Mario. Kennst du mich noch? Wir trafen uns bereits am Kraftquell. Da hatte ich noch Schweif... Oh, okay. Früher war ich mal weise Quack-Schüler, doch nun bin ich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Hier in diesem Ort ist es jetzt so unheimlich still, was hier wohl los ist. Ach, was geht mich das an? Falls du Froschkrossen dabei hast, hab ich übrigens toll... Oh, Flüchtetee. Ermöglicht die Flucht. Ermöglicht es, den Kampf erneut zu beginnen. Dieses Essen wird... Flüchtetee Flüchteglück finde ich gut, aber Flüchtetee hätte ich viel besser gefunden. Verdoppelt verdiente Erfahrung. Also der Blumenring ist ja schon mal sehr smexy. Keine Ahnung, wo ich die ganzen grünen Ding sie es hinkriegen soll, aber smexy ist der trotzdem.
Okay, hier scheint soweit nichts zu sein. Dann gehen wir doch mal hier oben lang. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich soll irgendwo in den Strudel springen. Irgendwo in den Strudel gesehen? Ich nehme mich bisher nicht. Die Stadt war sehr aufschlussreich. Strudeljan? Mehr. Okay. Guten Tag. Schau an, Kundschaft. Ist schon länger her, dass sich irgendwer in diese Türen hier runter verirrt hat. Du hast ganz normale Items, das ist ja der Wahnsinn. Ebenso einfach wie effektiv. Mario als Wurfgeschoss. Ha. Matrosenlatzhose. Da habe ich ja überall nicht das Geld für. Komisches Meer, ja, finde ich auch. Du kannst nicht auf dem Speicherblock springen und dann darüber jumpen. Oh, W-Stern. Okay. Au! Geht's noch? Okay, wenigstens zwei normale Enemies hier. Ich habe immer so das Gefühl, ich bin eigentlich ganz gut mit Leveln und dann komme ich in ein neues Gebiet und habe einfach das Gefühl, derp. Vollkommen aus dem Maul. Ein Qualmal. Ich meine, ich könnte das ja machen, ne? Wirkungslos gegen euch. Ich bin tot. What the fuck? Kommt noch gar nicht erst an her. Ja.
Okay. Problem 1 gelöst. Au. Das war definitiv Ouchie. Ei, ei, ei. Ich guess, wir laufen jetzt mal mit der Kombo rum. Eine Peach kriegt definitiv Magie. Brauchen wir nicht mehr drüber nachdenken. Weil Magie ist Heilung. Und du boostest mal Mario. Kannst du dich nicht einfach heilen? Achso, du hast den anderen geheilt, okay. Ich schwöre, ich werde aus Genos Attacks einfach nicht schlau. Oh Gott. Du wechselst mal bitte mit. Und du machst mal das hier. Damit sind die nämlich schon mal weg. Nicht abwehrbar, by the way. Da kann ich nichts gegen tun, außer den Damage tanken. Definitiv nicht lustig. Aber ich habe das Gefühl, ich brauche die Erfahrung. Wechseln mit Genos. Keine Ahnung vom Timing, ich schwöre. Das habe ich gerade einfach nur verkackt. Aber nicht schon wieder die. Ich schwöre, in der Theorie müsste ich jetzt einfach die direkt attacken und killen. Weil die sind das Hauptproblem. Erholung ist egal. Ja, aber das ist ein Problem. Mich richtig weh. Und W-Stern hat keine BP mehr. Genodiskus. Angriff auf einen Gegner von dem Kontakt.
bringt gar nichts. Maximum-Pilz. Ich kann mir aussuchen, wo ich reinjump oder was. Anscheinend. Okay. Da machen wir doch das mal das Obvious in der Nähe. Aha. Ist hier unten vielleicht irgendwas? Nicht? Okay. Dann mal Richtung Schiff. In die Röhre. Hier hängt eine Lochbugseite. Okay. Das ist das Ende. Ein monströser Riesenkalmar hat unser Schiff im Klammergriff und beging zu sinken. Okay. Gehen wir jetzt erstmal links lang. Ghosts. Die Schatzraumtür ist mit einem Kennwort aus 6 Buchstaben gesichert. 6 Hinweise muss jener finden, der eintreten möchte. Okay. Schnitter! Schnitter, Schnitter, Schnitter. Ja. Okay. Knochen trocken. Schön. Die sind tanky. Was ist hier los? Null. Hatte ich nicht mal. Hinweise warten auf dich. Einer jeder von einer anderen Person.
sicher völlig unmöglich zu entschlüsseln. Ach so, du bist ein Strong Guy. Super. Oh wow, auf dem Weg zurück, natürlich. Ich würde mal sagen, Clown Kutscher Knaller. Hier sind zu viele Ratten, ich schwöre. Greifer. Wie wär's, wenn du nichts greifst? Au. Ja, Sophie. Aha. Okay. Ich schwöre, mein Brain hat schon wieder für eine Sekunde aufgehört zu funktionieren. Ich sehe ein kleines Problem mit dem Ganzen, aber ist okay. Wirklich, das war kein gutes Timing. Ich fand das super. Also du würdest halt echt denken, dass dieses, Ausrufezeichen-Ding hilft, ne? Aber es verwirrt mich halt eher, als dass es mir hilft. Okay. Guess we're doing it like this. Da ist der anfällig gegen und steht trotzdem noch, ja? Okay. Dieses Game ist halt auch gnadenlos, ne?
40, klar. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal die Gruppe ein bisschen hochheilen hier. Bringt ein oder mehrere Gegner zum Schnarchen. Okay. Ich hab doch Pilze, ne? Der folgt mir. Okay. Kennwort enthält N. Okay, ein N. Oh. Das funktioniert also. Den nach hier, den irgendwo mittig. Nein, das ist zu weit weg. Okay. Das Kennwort ist der Name von etwas, das man im Meer finden kann. Mit N. Etwas im Meer mit N. Oh Gott. Ich find's gut, wie unten einfach steht aufgeben. Aha. Zwei Silben. Mit N im Meer. Shit. Einfachste Lösung für das Problem. So, zwei Silben. Ach, come on. Wenigstens war das problemlos. Hä?
Ich glaube, ich muss alle einsammeln. Ich bin so hart verwirrt. Muss ich gar keine einsammeln? Weg vielleicht nachlaufen. Der eine Sprung um die Ecke ist gar nicht mal so einfach. Ich glaube, ich darf einfach die... Ach, komm schon. Hinwucht ist der Name von etwas, das sehr hohen Wert hat. Mit zwei Silben. Mit N im Meer. Oh Gott, what is this? Hä? Muss das mal den hier wegräumen. Ah, okay. Kinwold ist Mehrzahl. Was ist das? What? Wieso hat denn der Diskus gerade 999.000 gemacht? Thank you.
Hä? R folgt ein L und irgendwas mit N. Hä? Wir haben RL und N. Zwei Silben und mehr. Ich habe keine Ahnung. Meine erste Idee war Piraten. Aber das passt ja nicht. Kann ich hier nochmal nachgucken, die Tipps? Ich bin gerade ein bisschen gaga. Natürlich nicht. N im Meer. Sehr hohen Wert. Miss Mehrzahl. Hatten M, R, L. Wait a second. Alles klar.